Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles. Und ihr seht es schon, ich habe eine tolle Aussicht auf meine beiden Corals. Einmal mit lustigen Rennvögeln und einmal mit tödlichen, fiesen Krokodilen, bei denen sich allerdings jetzt noch nicht so mega viel getan hat. Wobei, naja, schon ein bisschen Reptilienhaut. Keine Ahnung, wofür man die braucht, aber ich habe zumindest schon mal welche. Ist das nicht fein? Mal gucken, was gab's denn hier bei den. Genau. Man schmeißt Samen rein und kriegt irgendwie essbare Ostrich Eggs. Okay, mal gucken, was die so bringen. Na? Mal schauen. Ob ich die irgendwie kochen muss oder so? Nein, ich muss sie nicht kochen. Wow, das hat mir jetzt ein Viertel Essen aufgefüllt. Geil. Nicht schlecht. Wenn die Dinger jetzt auch noch einigermaßen halten, dann sind die super. Dann behalte ich die auch. Oh, ich sollte vielleicht mal was trinken. Immer so dieses Wasserproblem hier in der Ecke. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnten wir als nächstes tun? Ich habe jetzt hier erstmal noch ein bisschen Fleisch für den Gammelfleischskandal in der Tüte. Warte mal, nicht hier in der Tüte, hier in der Kiste. In unserem hübschen kleinen Komposteimer muss noch ein bisschen Gammelfleisch rein. Und noch ein bisschen mehr. Damit wir hier ordentlich Erde kriegen, weil irgendwie, also dieser Kompost, der braucht ja wirklich eine halbe Ewigkeit. Ich bin ja schon mal im Überlegen, ob ich nicht nochmal eine zweite Gammelfleischkiste aufsetze, damit ich noch einen zweiten Komposteimer bauen kann oder so. Wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt, so als Gedanke. Ach, das Opfermesser nehme ich lieber doch mit. Essbares Ostrich-Ei. Finde ich irgendwie lustig. Upsa, nein, du bleibst hier. Aber ich könnte hier mal wieder das Eisen anwerfen. Packen wir einfach mal 20 Kohle, 20 Kohle rein. Ich glaube, so langsam brauche ich irgendwie eine neue Maus, weil diese reagiert nicht mehr so super toll. Wobei, ein bisschen mehr darf es schon sein. Ich glaube, die 40 packe ich noch dazu. Das ist dann immer ganz besonders toll, wenn man irgendwie versucht, feinteilige Sachen mit dieser Maus zu machen und sie anfängt, irgendwelche Dinge zu tun, die sie nicht tun soll. Das finde ich irgendwie. Alter. Nee. So, jetzt aber. Okay, Futter habe ich noch genug dabei. Den Stein werde ich jetzt hier mal zur Seite schmeißen. Ich glaube, hier in den Ziegelofen. Also nicht das Essen, den Stein. Gott. Also wenn euch das jetzt so ein bisschen bewegungslegasthenisch vorkommt, ja, das ist es. Also irgendwie stelle ich mich hier gerade an wie der letzte Mensch. Oh, ich glaube, ich packe mal so eine Fackel hier noch in die Ecke. So zwischen meine Gehege, damit man da auch was sieht. Spätestens wenn es Nacht wird, ist das natürlich ein bisschen hübscher. Und hier könnte ich. Nee, geht natürlich nicht. Das ist irgendwie blöd. Okay, vielleicht kann ich hier oben aufs auf den Balkon noch irgendwas drauf tun. Ja, ich glaube, hier passt das ganz gut hin. Yay, einmal durch die Gegend gesprungen. So. Ich finde diese Teile hier immer noch sehr, sehr schick. Aber ich kann jetzt hier erstmal nicht so viel weitermachen, weil ich eine Menge Erde brauche. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal ein paar Tiere schlachten und mir noch ein bisschen mehr Gammelfleisch beschaffen. Weil das hat ja schon mal sehr gut funktioniert mit unserer Gammelfleischkiste. Insofern kriegen wir das auch ein weiteres Mal hin. Wow. Immer schön draufpieksen. Jawohl. Naja, mehr Tierhaut ist auch okay. So, wir müssen natürlich auch noch demnächst den Posten in der Wüste ein bisschen ausbauen, weil der ist ja noch nicht fertig. Den möchte ich natürlich auch noch ein bisschen schicker machen. Ja, dich wollen wir nicht. Du bist immer so zickig. Die Antilopen sind da schon viel bessere Freunde. Vor allem, weil man sie durch die Gegend kegeln kann. So, ey, lass uns mal eine Antilope kegeln. Lalala. Das ist ganz normal, was ich hier mache. Ich piekse mit einer Lanze auf eine Antilope. Die decayt. Toll. Finde ich jetzt nicht so gut. Wir finden bestimmt noch eine. Mal gucken, wie viel Gammelfleisch habe ich denn jetzt bisher im Moment. Huch. Hä? Oh nein, da wollte ich doch jetzt gar nicht hin.
So, 33 Stück Fleisch, das ist ein bisschen wenig. Da braucht man natürlich noch ein bisschen mehr, weil man insgesamt 100 Stück braucht irgendwie. Antilopen, wo seid ihr? Hallo. Ich möchte euch doch nur ein bisschen jagen. So ein bisschen. Ja, sowas. Wenn man hier mal eine Antilope braucht, sind natürlich keine da. Manometer. Ach, vielleicht finde ich gleich mal wieder ein paar Hyänen. Genauer gesagt, die Hyänen finden dann mich. Erfahrungsgemäß brauche ich mich nur hier hinstellen und dann kommen die Viecher schon von allein vorbei. Na, na, klar, da kommt schon die erste Hyäne. Jawohl. Voll ins Gesicht. Jawohl. Aber verkrüppelt hat sie mich jetzt auch noch. Scheiß Vieh. Du fängst jetzt hier auch noch an, Stress zu machen, oder was soll das? Okay, also irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie die Lanze ein bisschen stärker gemacht haben. Gerade bei den Emus ist da schon ein gewisser Unterschied da. Jawoll, gib mir Fleisch. So ist das schön. Okay. Noch eine Hyäne? Irgendwo? Ach, hier sind noch eine Menge Antilopen, die nehmen wir auch mit. Das ist okay. Bam, in your face. Ich höre hier irgendwelche seltsamen Geräusche in der Nachbarschaft. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie ein Megavieh ist, das mich jetzt von hinten anfasst und tötet. Uah. Warte mal, ich glaube, da das mit der Lanze ist irgendwie nicht so. Ja, da nehmen wir doch lieber die Axt für. Auch wenn die ja eigentlich dafür designiert ist, dass man. Okay, über 500 habe ich jetzt. Das ist gut, dann gehen wir zurück. Ich könnte natürlich mal eben kurz gucken, ob hier irgendwie auf der Insel noch so ein Sklave rumliegt. Naja, rumliegt, rumhängt. Denn ich hatte ja gehofft, dass ich mal irgendwo hier so einen lustigen Schmiedesklaven finde. Und der neulich hat ja nicht funktioniert. Genauer gesagt, der war dann schlichtweg weg. Was ich irgendwie so ein bisschen fies finde. Ich hätte den so gern gehabt. So, mal hier außen rumschanzen. Gucken wir noch mal, ob da irgendwas Brauchbares rumgammelt. Na? Was bist du? Oh, das sieht gut aus hier. Den Typen müssen wir hier töten. Okay, und dann die. Ja, ist okay. Bam. Und nochmal. Ja. Was? Koch? Wie Koch? Ich will doch keinen Koch. Warum hast du einen Hammer in der Hand, wenn du ein Koch bist? Was ist denn das für eine Scheiße? Nee. Also, sorry, Mädel, aber so läuft das hier nicht. Wenn du kein Schmied bist, dann nehme ich dich nicht mit. Pö? Jetzt bin ich schon beleidigt. Ich sehe schon, ich muss mir mal irgendwie so ein anderes Eckchen suchen. Wenn ich mich nach der Suche, auf die Suche nach einem Schmied begeben möchte. Weil das ist ja echt nicht lustig. Was soll das denn? Alter! Jetzt habe ich hier so ein Manu, der hatte doch einen Hammer in der Hand. Wieso hat ein Koch einen Hammer? Was soll der Scheiß? Ich habe hier nur einen Koch und der hat keinen Unterarm. Oh, hier ist auch kaputtes Fleisch. Das ist schon mal sehr gut. Warte mal. Es heißt ja, dass dieser Trick bedeutet, dass man irgendwie den Sklaven nochmal neu setzen müsste. Dann hätte er vielleicht diesen komischen Shit nicht, aber. Na gut, er kniet sich hin, aber seine Unterarme hat er immer noch nicht. Oh Mann. Das haben sie echt gründlich verpackt. Ah, sehr traurig irgendwie. So, dann machen wir hier wieder die Gammelfleischkiste.
Naja, das darf jetzt hier so ein bisschen vor sich hingammeln, das passt schon. Den restlichen Kram tue ich dann hier in meinen Komposteimer. Oh, hier ist ja bald so richtig viel schönes Zeug. Toll. Ach, nochmal ein paar mehr Pflanzenfasern. Warum habe ich hier so viele Antilopenköpfe? Brauche ich doch nicht. Nee. Das braucht doch kein Mensch, ey. So. Was? Nein! Oh, okay, ich brauche wahrscheinlich wirklich eine neue Maus. Dieses Ding reagiert wirklich etwas übertrieben. So, dann hauen wir uns mal so ein Ostrich-Eck rein. Lecker, lecker. Mal kurz das Ei austrinken. Ich glaube, ich mache demnächst einfach eine Soundkulisse jedes Mal, wenn hier irgendwelche Dinge passieren. So. Was ist eigentlich das hier? Diese komischen Streifen da, die finde ich irgendwie so ein bisschen irritierend. Ich erinnere mich ja noch daran, dass man hier irgendwie so Menschenfleisch bearbeiten konnte und das fand ich schon so ein bisschen unschön. So. Aber, was ich jetzt mal machen könnte, wäre ein bisschen was von meinem Kompost nehmen und dann anfangen hier zu kultivieren. Um mal zu gucken, wie das funktioniert. Ich meine, es ist immerhin gar nicht so wenig jetzt. Und hier sollte auch inzwischen Wasser drin sein. Oh ja, richtig viel sogar. Cool. Die Steine, die wurschteln da einfach vor sich hin. So, gucken wir doch mal, was passiert, wenn ich hier Wasser reinpacke. Aloe Drops? Was sind denn Aloe Drops? Was mache ich denn damit? Vor allem sehen die gleich aus irgendwie. Sollte da nicht normale Aloe auch rauskommen? Okay. Mal wieder interessante Dinge, die man nicht verstehen muss. So, ich schmeiß das hier einfach mal oben ins Korn rein. Da brauche ich dann auch nur noch ein bisschen Erde. Mal gucken. Ich glaube, ein bisschen kann ich hier mitnehmen. Weil das dauert ja so lang. So, 6-mal Erde. Und hier tun wir auch 6-mal Erde rein und gucken, was hier rauskommt. Okay, Corn Drops. Ja. Werden wir jetzt mal sehen, was sie daraus machen. Okay. Also, ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier in der Nähe noch ein neues Camp finde. Es ist zwar zappenduster. Also so richtig, richtig zappenduster. Und die Fackel ist auch schon voll im Arsch. Das heißt, ich hole mir mal eben noch ein bisschen was zum Flicken. Gab es hier nicht irgendwie so ein bisschen was, was ich hier einsammeln kann? Genau. Dann reparieren wir die hier mal. Damit ich wenigstens ein bisschen was sehe. Und pack die Biene hier in den Beehive. Ui. Ich habe hier schon richtig Beeswax und Honey und so. Ach, das fällt dann mit ab, wenn man einfach nur die Bienen reinpackt. Okay. Aber es zeigt mir nur an, dass ich den Honig... Ah, okay. Dann wird es wahrscheinlich bei den anderen genauso sein. Also, dass hier dann Aloe mit abfällt, wenn diese Aloe-Drops gebastelt werden, die man für was auch immer braucht. Das ist jetzt mal nicht schlecht. Finde ich eine gute Sache. So, dann hebe ich mal eben diese Knochen auf. Kann man ja sicher noch für irgendwas brauchen. Und wir haben hier kiloweise Zeug. Ich muss... Oh, es sieht danach aus, als müsste ich wirklich demnächst ganz dringend wieder irgendwelchen Rindenkram produzieren. Darauf freue ich mich ja auch schon richtig. So. Jetzt werde ich mal testen, ob der Pickup-Mod funktioniert hat. Denn ich habe extra noch einen neuen Mod eingebaut. Nein. Ja, sehr cool. Das funktioniert tatsächlich. Cool. Also, wenn ihr euch hier das Spiel so ein bisschen erleichtern möchtet, es gibt im Workshop den Mod namens Pickup Mod. Damit könnt ihr Gegenstände, die ihr irgendwann mal geplaced habt, auch wieder aufnehmen. Und die landen dann zurück in eurem Inventar. Danke, Thomas, für den Tipp. Das ist echt Gold wert. Vor allem, wenn ich jetzt hier Sklaven jagen gehe.
Ich meine, in der halben Dunkelheit ist das so ein bisschen ungeil. Da sieht man nichts. Da nehme ich lieber gleich eine Fackel mit und beleuchte mir die schöne Umgebung. Huch. Was kommt denn da jetzt? Hühnchen? Oh ja, Hühnchen. Hier kommen Hühnchen. Yay. Splatsch. Totes Hühnchen. Na, noch ein Hühnchen? Irgendjemand, der hier noch Stress will? Nein? Wunderbar. Gucken wir mal, was ich hier an Sklavenmaterial finde. Noch ein Hühnchen? Ja. Die lernen es aber auch nicht. Guck mal, ich habe eine Pike, die ist viel stärker als du. Splotch. Okay. So, schauen wir doch mal, was hier noch so ist. Die sehen aber aus wie Fighter hier. Na, was bist du? Ja, Fighter. Splotch. Ach, fuck it. Mann! Geh doch weg. Ich ernte hier gerade Kadaver. Na, gab's hier irgendwas? Nee. Und der ist auch nur irgendwie so ein Fighter. Shit. Das ist natürlich so ein bisschen doof. Muss ich mal weiter gucken. Hier gibt's bestimmt noch so ein paar Camps. Ich brauch doch mal einen Sklaven, der auch was ordentliches schafft. Mensch, Leute. Oh, da hinten ist auch so ein Teil. Ich glaube, ich mache hier erstmal die Turtle hier platt. Oh, okay. Also die Pike ist wirklich hart geworden. So. Na komm her, du Viech. Was seid ihr für welche? Seid ihr Fighter? Ich glaube, ihr seid nur Fighter, oder? Ah. Ja, das sieht verdächtig nach Fighter aus. Hallo! Wow. Okay, das ist schon ziemlich eklig. Hier sitzt noch einer. Hallo, ich habe da eine Picke für dich. Plopp. Okay, der rafft das gar nicht. Aber ich kann hier zumindest die Truhe plündern. Steine, Pflanzenfasern, okay. Ja, nee, das mit dem Sklaven beschaffen ist irgendwie nicht so leicht heute. Oh, fuck it. Ich glaube, ich muss zwischendrin nochmal meine Picke irgendwie reparieren, weil die sieht echt fies aus jetzt. Und hier sind kleine Turtles. Hallo, Turtles. Nein, euch töte ich nicht. Aber das Viech auf jeden Fall. Weil die sind hässlich und niemand mag sie. Na, noch ein Imp. Yep. Splonker. Okay, der ist gerade mal eben über mich drüber geschanzt. Macht ja nichts. Sowas ist ganz normal. Immer weitergehen, nicht wundern. Den nehme ich hier gleich mal im Laufen mit. Passt. Hüstel. Ja, Leute, nee, das ist ganz normal hier. So, mal eben hier mein hübsches Kleidchen auswaschen und ein bisschen, ja, ein bisschen Lebensenergie in Form von Wasser tanken. So. Dann brauche ich mal eben ein bisschen Eisen, weil ich fürchte, dass dieser Ausflug war jetzt ungesund für mein... für meine Picke. Aber jetzt ist sie wieder ganz wunderbar. Dann gehe ich mal weiter Sklaven jagen. Kamelfleisch! So, dann wollen wir doch mal. Hier irgendwo auf der anderen Seite des Flusses sind ja auch noch irgendwie Camps. Vielleicht ist ja da noch irgendwas Nützliches. Zumindest steht das zu hoffen. Hier im Flusstal an sich sind eigentlich alle Sorten von Sklaven zu finden. Also die Tänzer nicht, okay. Aber sonst... das andere Zeug halt. Also so Handwerker. Und momentan habe ich ja vor allem habe ich nur den Koch. Und das ist natürlich so ein bisschen wenig. Ach ja, stimmt. Hier war ja die Fackel von meinem letzten Jagdversuch. Und da sind tatsächlich auch noch welche. Cool. Dann schauen wir doch mal. Dass da jetzt hier... Oh, erstmal so ein dummes Koko, okay.
Hallo Kroko. Ja, nee, dich finde ich jetzt irgendwie ungeil. Siehst du, Thomas, siehst du? Ich bin zurückgegangen. Ich kann das mit dem Kämpfen, so ein bisschen. Naja, wenn ich mal dran denke. Ansonsten besteht meine Taktik auch eher daraus, reinzuschanzen, umzukloppen und gut war. Sind das irgendwie Arbeitssklaven? Na, du siehst aus wie ein Fighter. Ja. Ja. Nicht mehr lange. Ui. Hoho. Okay. Längere Reichweite heißt, du triffst mich nicht, Junge. Du bist auch ein Fighter. Oh. Das ist doch lästig. Okay, der will offensichtlich nicht. Das ist auch okay. Dann rette dein Leben, indem du einfach weiter hier dein Campsite anstarrst. Passt schon. Oh Mann. Also die Suche nach Sklaven gestaltet sich komplizierter als gedacht. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so nervig wird. Dabei brauche ich doch nur irgendwas, was ich an die Leine legen zum Arbeiten zwingen kann. Also nicht irgend so ein Fighter, weil die sind ziemlich nutzlos, aber so die anderen. Ist hier kein Camp? Ich weiß nicht, also... Oh, shit. Schnell weg, bevor das Kroko mich bemerkt. Ich habe mich von hinten angeschlichen, das hat mich nicht gesehen. So gehört sich das. Aber... Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass hier so unglaublich viele von diesen Camps sind, als ich hier im Multiplayer mit anderen gelebt habe. Gewohnt, gesiedelt, whatever. Und irgendwie sind die Camps dann doch viel weniger. Also das ist jetzt so ein bisschen... Ne. Wo sind die verdammten Camps? Mensch, das gibt's doch jetzt nicht. Dabei muss ich hier so viel schwimmen. Also ich glaube, das ist hier so eine Art von Beach-Folge. Ihr seht mich die ganze Zeit am Strand und im Wasser. Schade, dass sie keine Surfbrettchen haben oder sowas. Aber gut, ich meine, auf dem Fluss kann man auch nicht surfen. Keine Ausdauer mehr, ja gut, sorry. Das ist dann natürlich doof. Was kommt da? Ach. Ja, ja, ist ja schon gut. Auch hier keine Lagerfeuerchen. Also ich glaube, ich muss die wirklich nachts mal suchen. Also tagsüber sieht die ganze Gegend halt einfach gleich aus. What? Schon wieder irgendwas? Uah! Okay, ich habe hier eine Speerspitze für dich. Wo kommen die denn alle hierher? Okay, hier ist noch einer, aber den erwische ich von hinten. Plopp! Uah! Überraschung! Okay. Nun ja. Ich denke mal, da haben wir das Ende dieser Folge für heute auch wieder erreicht, denn... Was kommt denn da? Der tödliche Hase? Nein, noch so ein Ding. Plöpp. Hallo. Ich werde einfach das nächste Mal weitersuchen in der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwo ein paar Camps mit brauchbaren Sklaven finde. Zumindest irgendein Handwerkssklave wäre ja schon mal geil, während da so brav mein Ding vor sich hin wirtschaftet. Ich hoffe mal, ihr guckt das nächste Mal auch wieder rein. Und wir finden dann ganz bestimmt irgendwas Nützliches. Macht's gut, bis denn und tschüss.